And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Ich lese zu Anfang nochmal den Predigtext. Und er sprach auch zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my rock and my redeemer. A man went into a shop and bought a very clever speaking parrot from the pet shop. But he was disappointed when he got the parrot home and the parrot had no inclination to talk. After one day, he went back to the pet shop and said to the owner, This parrot I bought, he hasn't said anything. What should I do? Ein Mann geht in eine Tierhandlung und kauft einen angeblich sprechenden Papagei und nimmt ihn mit nach Hause und kommt am nächsten Tag wieder und sagt, ich bin enttäuscht. Ich habe einen sprechenden Papagei gekauft und er sagt nichts, rein gar nichts. Was soll ich machen? The pet shop owner said, Try giving him a mirror. Parrots love to see their reflection. Soon he won't stop talking. The man bought a 5 euro mirror and he went home and put it back in the cage. The next day he went to the pet shop. The parrot is still not talking. The pet shop owner said, Try buying him a ladder. He'll love to climb up the ladder, and he will soon be talking. The man bought a 5 euro ladder, took it home and put it in the cage, and still the parrot didn't talk. He returned to the pet shop the next day, and this time the pet shop owner said, Try buying him a bell. They like to hear a bell, so maybe that's what's needed. So the man paid 5 euros, bought the bell, and put it in the cage at home. Jetzt spielt sich 3 Tage hintereinander das gleiche Spiel ab. Der Mann kommt, wie ich eben gesagt habe, und sagt, der Papagei spricht nicht, was soll ich machen? Dann sagt der Tierhändler am ersten Tag, ach, kaufen Sie ihm doch einen Spiegel. Papageien mögen gern ihr Spiegelbild sehen und wenn sie das machen und den Spiegel in den Käfig hängen, dann wird er schon sprechen. Also kauft er für 5 Euro den Spiegel, hängt ihn in den Käfig, aber wir wissen das jetzt schon. Am nächsten Tag kommt er wieder und sagt, er sagt nichts. Dann sagt der Tierhändler, ja, dann kaufen Sie ihm mal so eine kleine Leiter. Papageien hüpfen gerne da drauf rum und dann wird der schon sprechen. Das wird wohl helfen. Also kauft er für 5 Euro eine Leiter und es passiert wieder dasselbe, er sagt nichts. Also kommt er am nächsten Tag wieder und dann sagt der Tierhändler, ja gut, dann kaufen Sie ihm doch mal ein Glöckchen. Das mögen alle Vögel gern und wenn er dieses Glöckchen läutet, das wird ihn animieren zum Sprechen. Das wird wohl helfen. Also kauft er für 5 Euro das Glöckchen. Nun hat er ja schon ganz schön viel Geld ausgegeben und geht nach Hause und jetzt warten wir mal ab, was dann passiert. The next day, the man went into the pet shop and said, Success at last! My parrot has said something. He looked into his mirror, he climbed his ladder, and he rang his bell. He said something, and then he dropped dead and died on the floor. Oh no, catastrophe, said the pet shop owner. What did he say? The man said, the parrot said, water, please.
Also ich sehe, die meisten von Ihnen haben es schon verstanden. Am nächsten Tag kommt der Papageienbesitzer und sagt, Hurra, endlich Erfolg. Der Papagei hat was gesagt. Erst hat er sich im Spiegel angeschaut, dann ist er die Leiter hochgehüpft, dann hat er das Glöckchen geläutet, dann hat er etwas gesagt und dann ist er tot von der Leiter gefallen. Und dann sagt der Ladenbesitzer ganz entsetzt, oh nein, was hat er denn gesagt? Wasser, bitte. Today I want to talk to you about water. Water is an essential part of life. Food is important, but you would probably go as much as 3 weeks without food. Perhaps that would be a good thing. Water, on the other hand, is far more important. Our bodies are made up of 60% of water. We need it in our cells to lubricate joints, to flush out waste, and it regulates our body temperature. In exceptional circumstances, we might just, at a push, last 1 week without water. People of the first century Middle East would have known about this. Water is vital. Water can be a scarce resource and a constant supply of clean, safe water is often a major concern for people who live in hot climates. Das Thema von Chris' Predigt, wie wir aus dem Predigttext schon hören konnten, ist Wasser. Wasser ist absolut lebensnotwendig. Wir brauchen es für alle Dinge, die uns am Leben erhalten. Und die Menschen im ersten Jahrhundert, die wussten das auch schon. Wasser ist das, was Leben schafft und Leben erhält. Wir brauchen alle die Versorgung mit sauberem Wasser. Und das ist heute eines der großen Probleme der Erde. Vielleicht nicht für die westliche Welt, aber in vielen Teilen der Welt ist eine Versorgung mit sauberem Wasser nicht gesichert. Water also plays a key part in our understanding of the frailty of man when we are exposed to its excesses. In Genesis, the story of the great flood which cleansed the world, and Noah's ark which kept the survivors safe. In Exodus, as the Red Sea is parted to let Moses and the Exodus leave Egypt to pass safely and then engulf all those following them in pursuit. Wasser begegnet uns an vielen Stellen in der Bibel, zum Beispiel bei der großen Flut, die für den Großteil der Welt zwar tödlich ist, aber nach unserem Verständnis die Welt von dem, was schlecht für sie ist, befreit und denen, die gut sind, das Leben, das Überleben ermöglicht. Und eine andere Stelle ist zum Beispiel der Durchzug durchs Schilfmeer, was den Israeliten das Leben ermöglicht, nämlich das Wasser zur Seite zu halten, das vernichtet gleichzeitig ihre Feinde. I live in a seaside community. There are many fishermen and people who survive and live on the sea. Thousands of people have died in the area along our coast. Water is regarded with great respect. It isn't something to ignore. It's part of our culture and our community. Chris ist Pfarrer in einem Küstenort. Da spielt Wasser eine große Rolle. Einerseits ist es wichtig für die Menschen, die Fischer sind und damit ihren Lebensunterhalt verdienen. Andererseits nötigt es ihnen großen Respekt ab. Viele Menschen, viele Fischer haben auf dem Wasser ihr Leben gelassen,
genau wie bei uns an der Küste auch. Und so ist Wasser eben ein Objekt großen Respekts. Water is also becoming a central issue in our relationship with our environment, as we begin to recognize the problems and damage caused by pollution in our rivers and our seas. Rivers are becoming toxic and dying. The welfare of our water areas is the barometer of our environment, and it's showing signs of great and irreversible damage. Wasser wird in unserem Bewusstsein auch mehr und mehr zu einem Problem insofern, als wir schon lange erkannt haben, welchen Einfluss die Umwelt, welchen Einfluss Umweltgifte auf unser Wasser haben und sozusagen das Wasser uns anzeigt, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Und wir wissen natürlich auch schon, dass es inzwischen unumkehrbare Schäden gibt. Zwar ist das Wasser, hat er jetzt nicht gesagt, aber bei uns ist es schon so, dass das Wasser sich in vielen Flüssen in den letzten 30 Jahren erholt hat von Umweltschäden. Aber es gibt eben viele Orte, wo das nicht der Fall ist. Increasingly, water is becoming a political and economic issue, especially in Africa, where struggling economies divert water for their own needs at the cost to others. Bitter disputes are emerging. Increasingly, experts predict water will be one of the key issues in conflicts between white nations. Wars will be fought over water. Da Wasser so lebensnotwendig ist und die Versorgung mit Wasser an vielen Plätzen der Erde, wie zum Beispiel in bestimmten Ländern in Afrika, nicht gesichert ist, sagen Experten voraus, dass die großen Konflikte der kommenden Zeit sich am Wasser entzünden werden und dass über dem Wasser Kriege entstehen werden. Water has always been a vital part of our lives. Although perhaps we may be forgiven here in Europe, where we can turn on our tap without worry, maybe we have become detached from the harsh effects of poverty to recognize the value of water. We use it and abuse it. We waste it and neglect it. Water isn't important because we don't need to do anything, because it is there. Wir schauen mit großem Abstand darauf, dass andere Menschen nach Wasser verlangen und kein Wasser haben, denn für uns ist es immer da, es kommt einfach aus der Leitung. Wir haben Wasser und darum denken viele von uns nicht darüber nach, wie wertvoll es ist, da wir es immer bekommen können. Oftmals wird es verschwendet und oftmals wird es für unnütze Dinge benutzt. But the worrying thing about that is that perhaps we've so forgotten the importance of water, we no longer seek it. Perhaps we've also forgotten how powerful it is too. Vielleicht sind wir uns gar nicht mehr dessen bewusst, wie wichtig Wasser für uns ist. Und darum suchen wir nicht danach. Wir verlangen nicht danach. Und wir schätzen seinen Wert nicht mehr. Wir wissen nicht, welche Macht Wasser für unser Leben hat. Und wir tun Dinge damit, die unnötig sind und die auf Kosten anderer gehen. In our passage from Scripture, we're told God says, "It is done. I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely." When God describes himself as Alpha and Omega,
These aren't just letters of the alphabet. God is absolutely the beginning and absolutely the end. Wenn Gott sich selbst in dem Predigttext als Alpha und Omega beschreibt, dann geht es nicht um die Buchstaben des Alphabets, sondern er ist absolut der Anfang und absolut das Ende. Dazwischen spielt sich unser Leben ab, aber ohne ihn gibt es keinen Anfang und kein Ende. Everything that exists originates from him. And ultimately, everything will somehow end with him. Alles, was existiert, beginnt mit Gott. Darum läuft auch das Ende nur auf Gott zu. But today I want to put the emphasis on the text, which makes plain that God is the Omega or the end, but in two very different senses. Heute möchte Chris betonen, dass der Text uns klar macht, dass Gott das Ende ist. Ihm geht es nicht um den Anfang, sondern ihm geht es jetzt um das Ende, und zwar in unterschiedlichen Bedeutungen. For the thirsty, he is the end in the sense that he will be the source of their life forever onwards. He will be their God, and they will be his children, enjoying his inheritance forever and ever. He was the fountain of their life in creation, and he will be the fountain of their life in the consummation. Für den Durstigen ist Gott das Ende im Sinne eines Ziels. Gott wird die Quelle seines Lebens sein für immer. Er wird ihr Gott sein, und sie werden seine Kinder sein. Und sie werden sein Erbe genießen, ewig. Er war die Quelle des Lebens in der Schöpfung, und er wird die Quelle des ewigen Lebens an ihrem Ende sein. He was the fountain of life at their beginning, and he will be the fountain of their life at the end forever. Was er in der Schöpfung begonnen hat, das wird er über den Tod hinaus mit dem ewigen Leben weiterführen. But our reading goes on in verse 8 to describe the fate of the other people. And it says this: But for the cowardly, the faithless, the polluted, the murderers, the fornicators, the sorcerers, the idolaters, and all liars, their place will be the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. Der Text, der Predigttext geht noch weiter, und die Stelle wurde nicht vorgelesen. Da wird uns nämlich erzählt, was mit denen passiert, die eben nicht die Durstigen sind, die nach dem Wasser suchen. Und das habe ich mir jetzt aus der Bibel abgeschrieben, weil das kann ich nicht übersetzen. Die Feigen aber und Ungläubigen und Frevler und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, deren Teil wird in dem Pfuhl sein, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. When God is telling us about the Omega, the end, he is showing us that people will either face the fountain of life or the lake of fire. Wenn Gott uns erzählt, dass er das Omega ist, das Ende, dann zeigt er uns Menschen, die entweder das ewige Heil oder die ewige Verdammnis erben. And this, I believe, brings us to the heart of the reading. And the picture we get is something like this. There is a battle going on in every one of us. The struggle is between thirsting after God and thirsting after anything else.
If our soul thirsts for God the way a deer pants for the flowing streams, if we have tasted enough of the beauty and love and power of Christ that we can set aside all the things which lie behind and pursue him, if we can deny our worldly thirst and take up our cross and thirst after Christ, then God will meet us on the other side of the desert as an all-satisfying fountain of life forever. Chris versteht den Text so, dass in jeder und in jedem von uns im Grunde ein immerwährender Kampf stattfindet. Nämlich ein Kampf darum, das wahre Heil bei Gott zu suchen oder bei Jesus oder allen möglichen Versuchungen und Ablenkungen der Welt zu erliegen, den guten Sachen nachzustreben, die wir gerne hätten. Reichtum, Schönheit, gutes Leben, was immer man sich da vorstellen kann. Und er glaubt, dass der Text uns sagt, wenn wir lernen, alle diese Dinge mehr oder weniger zu überwinden, sie nicht so wichtig zu nehmen, dann können wir dahin kommen, Jesus zum Zentrum unseres Lebens zu machen, und nur dann können wir tatsächlich das ewige Heil gewinnen. Es ist ein bisschen, glaube ich, so wie beim reichen Jüngling, der das auch gesagt kriegt. In other words, if we conquer all the competitors for our thirst and satisfy ourselves with Christ, we will gain the inheritance of eternal life. Thirst for Christ must conquer the thirst for the world and all it offers. Chris glaubt, dass der Text uns sagt, dieser Durst, dieses Verlangen nach Jesus muss Raum gewinnen, so dass wir uns darauf konzentrieren können und dann sozusagen der Preis, den das ewige Leben hat und das ewige Heil, ist, dass wir andere Sachen nicht so wichtig nehmen. So I want to finish with this. At the end of every road is God. You will meet him as light and life, or as fire and torment. To the thirsty, he will give water without price from the fountain of the water of life. Amen. Und er möchte damit schließen, uns zu sagen, dass am Ende jeder Straße Gott auf uns wartet. Wir werden ihm begegnen und er erscheint uns entweder als Licht und Leben oder als Feuer und Qual. Dem Durstigen wird er Wasser geben, aus der Quelle des ewigen Lebens, umsonst. Amen.